Einen wunderschönen 24. Dezember. Letzter Tag in dieser kleinen Videoserie. Ich finde es fast so ein bisschen traurig. Es hatte sich so ein gewisser Rhythmus eingeschlichen. Diese tägliche Videoproduktion, die hat Spaß gemacht. Ich entlasse euch und mich. Ich werde keine Probleme haben, ein bisschen auszuspannen über die Feiertage. Aber nicht bevor ich euch diesen Motiv Go von Teufel gezeigt habe. Ein kleiner Lautsprecher, ein portabler Bluetooth-Lautsprecher, der mich extrem begeistert hat, muss ich sagen. Der kam schon letzten Winter. Mich hat erst diesen Dezember erreicht. Und ich habe was vermisst, muss ich sagen. Es ist wahrscheinlich eins meiner Lieblingsprodukte in diesem Jahr. Das ist hier die Farbe Blau, den gibt es auch in anderen Farben. Und der hat, und das ist wahrscheinlich seine größte Fußnote, damit fangen wir an, hier und dieser kleinen Gummilasche, alles ist ja besser mit Gummilaschen und mit Gummifüßen, ein Anschluss für ein Netzteil. Der lässt sich nicht mit USB-C aufladen. Dafür benutzt man dann einfach ein Netzteil, das auch ein 3,5 mm Kopfhörer-Klinkeneingang. Ansonsten ist diese diese matte Aluminium-Konstruktion sehr, sehr nett einfach. So vom Anfassgefühl, vom mit herumtragen und vom Klang natürlich. Hier an der Oberseite lässt sich das Ganze steuern, wenn man vor diesem Gerät steht oder sitzt. Da, so sieht man die Buttons ganz gut. Man sieht den Dynamo-Button. Der Dynamo-Button, der ist relativ faszinierend, muss ich sagen. Der macht nämlich den Sound so ein bisschen, der zieht den groß auf und selbst so kleine Büros wie dieses hier werden ernsthaft gut beschallt. Also ernsthaft gut. Ich hatte vielleicht auch nicht viel erwartet von so einer kompakten Größe, aber der Sound hat mich echt abgeholt. Also ernsthaft mitgenommen, muss ich sagen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so eins meiner Lieblingsprodukte in diesem Jahr geworden. Was ich mache, ist, ich verbinde das iPhone ganz normal per Bluetooth. Ich glaube, 5.0 steckt da drin. Mit diesem Lautsprecher. Und dann bediene ich ihn über diese Tasten. Wenn man die Play-Pause-Taste lange gedrückt hält, dann meldet sich auch Siri und sagt euch, wie das Wetter ist, wenn ihr gerade auf der Terrasse sitzt. Und Terrasse ist eigentlich das Stichwort. Das ist so ein Lautsprecher, den kann man natürlich dauerhaft am Netz betreiben. Er ist natürlich auch gedacht, ihn einfach mit irgendwo hinzunehmen. Beispielsweise mit raus auf die Terrasse. Und wir haben den ganzen Sommer darüber gesprochen in der Familie. Man sollte sich doch eigentlich sowas anschaffen, weil ich habe so portable Lautsprecher eigentlich nicht. Ich hatte viele in der Vergangenheit, aber die sind ja dann teilweise so klein. Und der hier, der findet einen extrem guten Kompromiss. Mit 900 Gramm steckt man den einfach ein. Und der klingt aber irgendwie so wie so ein Lautsprecher, den man sich auch zu Hause hinstellen würde. Ich bin ernsthaft begeistert von diesem kleinen Gerät. 16 Stunden Akku stecken da drin. Der ist strahlwassergeschützt, das heißt, man nimmt ihn auch einfach mit ins Badezimmer, wenn man darauf Lust hat. Dieses Mitnehmen ist einfach so das Feature von dem Motiv Go von Teufel. Und damit schließe ich für dieses Jahr, für diese kleine Serie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man hört, liest und sieht sich im iPhone-Blog. Und ich wünsche euch ganz schöne Feiertage. Danke fürs Zuschauen.